und willkommen zurück zu einer Folge Let's Play GTA 5 LSPV. Heute mal wieder im Regen bei Gewitter sogar. Während es extrem dunkle Nacht ist, also ganz schlechte Verhältnisse für uns hier als Cop. Und mal sehen, was uns so erwartet, weil Verfolgungsjagd dürften ganz schön spektakulär sein. Hier haben wir ein bisschen Nebel und so weiter. Shots fired haben wir direkt hier. Okay, also gleich oben wollen wir unsere Blaulichter einschalten. Und unsere Sirene. Wir haben direkt oben schon gleich eine Person, die wahrscheinlich wieder mit der Waffe bedroht wird. Wir wollen hier gleich mal die Straße sperren. Steigen aus, wollen zu Fuß weitergehen. So, dann nehmen wir lieber unsere Pistole raus. Keine Sicht auf irgendwas bisher. Komm schon, ich sehe bisher nichts. Okay, doch, wir haben das Ziel. Okay, Sir. LA County Sheriff's Department, bitte. Bitte bleiben Sie ruhig, okay? Bleiben Sie schön ruhig, ich komme näher. Es muss nicht unangenehm werden. Okay, es können alle hier ohne Verletzungen von weggehen. Okay, Sir, bitte bleiben Sie einfach ruhig. Okay, Sir. Okay, Zentrale, wir haben jetzt hier zu Fuß. Wir haben jetzt hier zu Fuß. West of the Galileo Road. Okay, fuck. Nehmen wir unseren Taser raus. Scheiße. Wir sind mitten im Gestrüpp. Brauchen vielleicht mal eine Backup-Unit. Ich sehe nicht. Okay. Komm schon, schön stehen bleiben, Sir. Sir, Sir. Okay, Ziel ist getasert, dann auf Shots. Okay, einen Schuss. Abgeben, einen Schuss abgeben. So, schön. Schön stehen bleiben. Lass die Waffe fallen. Lass die Waffe fallen. Lass die Waffe fallen. Lass die Waffe fallen, leg die auf den Boden. So, wunderbar. Okay, schön ruhig bleiben. Okay, Ziel ist in Gewahrsam, Zentrale. Ziel ist in Gewahrsam. Woher kommt das Licht? Das ist unser Scheinwerfer, sind wir nicht unser Scheinwerfer, oder? Brauche ich mal eine Local Transport Unit? Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir müssen zurück hoch zu unserem Fahrzeug. Ganz schön heftiger Sturm, der hier tobt. Ist der manchmal hier hoch? Wollen wir auch wirklich schnell ins Fahrzeug, nicht vom Blitz getroffen werden oder so. Aber schöne Lichtverhältnisse haben wir dadurch. Was macht denn da das Licht? Ach, sind das unsere Takedown-Lights vielleicht nach hinten, die das so beleuchten? Das kann sein. Haben wir Takedown-Lights hinten? Guckt euch das an, Leute. Sieht schon geil aus. Haben wir Takedown-Lights hinten? Sind unsere gelben. Okay. So, sobald wir jetzt klicken, ist das Licht weg. So. Gut, wir sind wieder auf dem Weg hier. Wollen weiter patrouillieren. Die gleiche Grube, bei der wir eben auch waren. Puh, Gott, der Blitz. Possible unauthorized camping. Ah, nee, das wollen wir jetzt lieber nicht machen. Dann nicht irgendwelche unter irgendwelche Bäume gehen. Wenn die jetzt da campen wollen, ist das deren Problem. Da will ich gar nichts mit zu tun haben. So. Über die Brücke hier schon aufpassen, weil die ist schon ganz schön hoch, dass wir da nicht zu sehr drüber fahren. Okay, fahren wir mal auf die befestigte Straße. Wir haben ein gestohlenes Fahrzeug. Wir wollen jetzt komplett unsere Lichter wieder einschalten. Und natürlich auch unsere unsere Sirene. Wir sind auf dem Weg zum gestohlenen Fahrzeug. Und jetzt sind wir schon wieder Offroad. Okay, muss hier echt aufpassen. Die Blitze erschrecken einen teilweise ganz schön. Oh, und wir verlieren schon gleich die Kontrolle über unseren Wagen. Komm schon, komm schon, komm schon. Puh. So, hier rum. Und es leidet ganz schön hier auf den ganzen Matsch, auf dem wir sind. Der ist ziemlich weit weg von uns. Zentrale bräuchte vielleicht eine Local Escort Unit, die uns bei der Verfolgungsjagd hilft. Ist cool, wenn es dann immer alles hell ist, wenn der Blitz da ist. Bald ist ja auch wieder bei uns dann, wie es gewittert ist, sag ich mal. Freue ich mich drauf. Ist immer ganz cool. So, wir wollen hier auf jeden Fall gleich auf den Highway, beziehungsweise nicht auf den Highway, auf die Straße. So, schön Platz machen bitte, Leute, ich muss durch. So, gut. Der ist ganz schön schnell unterwegs, ganz schön flott. Aber zum Glück haben wir die Airsport Unit, da hinten sind wir kurz den Lichtkegel von der, die uns hier hilft, die Person zu kriegen. Wollen wir uns noch eine weitere Locksport Unit holen. Lichter, Sirene brauchen wir nicht die ganze Zeit, nur mal wenn ein Fahrzeug da ist. Okay, gut. Da vorne ist die Unit. Ich glaube, sie haben sie gestoppt. Ne, er fährt weiter, aber sie hat ihn kurzzeitig festgesetzt. Hier rum im Park Ranger. Oh, fuck! Scheiße, da habe ich die Kontrolle über den Wagen verloren. Hab extra kein Gas mehr gegeben, aber da hat man trotzdem gemerkt, wie in der Kurve, habt ihr auch gesehen, das Wasser dann spritzt und wir Aquaplaning hatten. Okay, wir sind jetzt auf dem Highway Richtung L.A. Der Blitz war schön. So, wir wollen hier rüber. So. Okay, setzen wir uns einfach hinter die Unit.
Vielleicht noch eine weitere Locomotion-Unit. Okay, die ist etwas blöd positioniert gewesen. Ich verliere schon wieder die Kontrolle und der crasht wenigstens nicht in uns rein. Ich verliere erstaunlich häufig gerade die Kontrolle mit dem Fahrzeug. Das ist nicht gut. Komm schon, kommt die andere Unit hinter uns, dann kommt sie. Okay. Puh. So. Jetzt brauchen wir kein Licht, keine Sirene. Das Licht, der bleibt natürlich schön an. So, du bleibst stehen. Da haben wir noch eine weitere Unit, die da patrouillierte, die jetzt mit uns kommt. Natürlich crasht den hier rein. Ich bin deswegen schon weg von dem, weil es war mir so klar, dass die rein crasht. So, für die vorne wollen wir jetzt natürlich wieder unsere Sirene einschalten, dass die wissen, dass wir hier sind. Da haben wir ein LKW, zwei LKWs, die glaube ich auch nicht gecrasht sind. Ah, okay, wir haben einen Jester, einen Dinker Jester. Komm schon. So, Zentrale sind jetzt südlich auf dem Insania Road. Versuchen mal, das Ziel auszubremsen. Oh fuck, Ziel rammt uns, Zentrale, Ziel rammt uns. Ziel ist zu Fuß, Ziel ist ausgestiegen. Ziel ist jetzt in die andere Richtung wieder auf den Insania Road. So, wollen wir unsere Takedown-Lights anmachen? So, Ziel ist gestolpert, Ziel ist gestolpert, okay. LA County Sheriff's Department, LA County Sheriff's Department. Okay, Ziel in Gewahrsam, Ziel in Gewahrsam. Wunderbare Arbeit, Leute. Wir killen mal unsere Sirene. Park Ranger waren zum Glück auch rechtzeitig hier. Also die haben uns wirklich geholfen, die anderen Units. So, wollen wir einmal kurz Klick. Damit wir dann vollständige Wagen haben. So, wollen wir... Ey! Was sollte das denn? Na egal, lassen wir es mal. Wir wollen wieder zurück. Okay. Puh, das war eine nette Verfolgungsjagd, muss ich sagen. Wollen wir hier vielleicht mal rüber. Kommen wir gleich irgendwo eine Lücke. Hier, hinter dem NSX. Okay. So, hier in den Häuschen sieht alles gut soweit aus, würde ich sagen. Also Burglary, Bannon Canyon. 400 Meter, okay. So, da haben wir einen stillen Alarm direkt bei einem Haus, da wo wir gerade herkamen. Das heißt, hier können wir auch ohne Sirene und Blaulicht fahren. Die wissen, wie gesagt, nicht, dass wir hier sind. Also Sirene wäre sowieso aus und Blaulicht ist nicht wirklich nötig. Der fährt rüber, das heißt, wir können auch rüberfahren. Da kommt da keiner. Gut, da links haben wir noch eine weitere Unit, die da steht und wir wollen hier rechts reinbiegen. Zur... Okay, da haben wir schon eine Person, die da steht. So, wir wollen uns hier mal anhalten. Oh. Okay, das war glaube ich eine wichtige Person. Okay, Zentrale, wir sind in der Verfolgungsjagd. Wir sind direkt verfolgen, ich hätte es vielleicht jetzt gar nicht gecheckt. Südlich auf der US Route 1, wir haben einen weißen Karren Sultan. So. Okay. Das ist der Einbrecher wahrscheinlich. Er ist bisher noch nicht wirklich schnell. Also wir wollen das hier nicht eskalieren. Wir halten uns mal ein bisschen auf Abstand und wollen gucken, was er macht. Weil wir müssen ja keinen Unfall provozieren. So, okay, wir sind jetzt weiterhin südlich auf die S1 Richtung Los Angeles. Leicht erhöhte Geschwindigkeit. Wir halten uns ein bisschen zurück und gucken, was er tut. Wir wollen das hier nicht eskalieren. Wir müssen aber dennoch darauf achten, dass wir halbwegs in Sichtweite bleiben und nicht verlieren. So. Gut, aber einfach ein bisschen die Sirene anschalten, damit die Leute wenigstens wissen, was hier los ist, dass hier eine Verfolgungsjagd ist. Er ist wenigstens nicht zu schnell, das ist das Gute. Nur jetzt sollten wir vielleicht zugreifen. Erst versuchen wir mal einen Zugriff, weil wir sollten es jetzt langsam schaffen, weil jetzt im Stadtgebiet wird es nicht so einfach. So, vielleicht können wir einfach rüberdrängen. Oh fuck, Ziel rammt uns, Zentrale, Ziel rammt uns. So, aber jetzt haben wir ihn, glaube ich. Nehmen wir unsere Waffe raus. So, ehrlich, kann die Scheiße zu packen. Schön raus, schön raus, schön raus. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Hinlegen und die Hände neben den Boden. Neben den Boden, neben den Kopf. So, schön runter, haben uns nicht ummasten, bitte. Okay, Ziel ist in Gewahrsam, Zentrale, Ziel ist in Gewahrsam. Das war eine. Das haben wir super gemacht. So, das setze ich mal hin. Local Transport Unit. Das haben wir sehr gut gelöst, wirklich. Indem wir uns erst zurückgehalten haben, haben wir dafür gesorgt, dass es nicht eskaliert. Und jetzt hier die Chance genutzt, wo wir zugreifen konnten. So, einmal rum. Das hier ist Gebiet des LAPDs, das heißt, wir wollen hier als LAPD wieder raus. So. Gut, den Call beenden wir damit.
Und wir befinden uns wieder Richtung Norden auf US Route 1. So, okay. Das bleibt zweispurig, ne? Ne, bleibt nicht. Ne, wir machen es zweispurig, das geht schon. Ich würde ja nicht so weit rüberkommen, ob das geht. Na, das geht. Gut, Domestic Disturbance. Okay, Shots fired. So, ich muss ja einmal dreist drüber. Und, oh, perfekt, hier ist gerade ein Abgang. Unten an den Strand, da haben wir hier irgendwie Domestic Disturbance, heißt das. Wir schalten unsere weiten Lichter an. Da vorne ist es, glaube ich, oder? Ich meine, da, ja, da vorne ist es. Das sehen wir im... Komm schon. Wenn da gerade Blitze sind, sehen wir das. Wir haben vielleicht was Größeres raus. Okay, ist das eine Frau oder ein Mann? Ich glaube, es ist eine Frau, oder? Ja. Und ein männliches... Na, ich weiß nicht, zwei Personen auf jeden Fall. Okay, sind da alle, wir versuchen einen Zugriff. Ach, guck dich die Wellen an, Leute. Die Wellen sind so krass gerade. So, okay, LA County Sheriff's Department. LA County Sheriff's Department, bitte lassen Sie das nicht eskalieren. Das muss nicht unangenehm werden. Okay, die Schrotflinte ist hier doch ein bisschen schlecht. Das Problem ist, wenn wir die Schrotflinte haben, können wir nämlich auch ihn treffen. So, okay. Ma'am, bitte bleiben Sie ruhig. Nicht schießen. Lassen Sie einfach die Waffe fallen. Wir können darüber reden. Und wir haben auch wieder eine Flüchtige. Okay, Zentrale. So, und stehen bleiben, Ma'am. Stehen bleiben. Oh, fuck. Auf dem Schritt müssen wir... Oh, fuck. Okay. Geht's Ihnen gut? Kleiner Person gut? So, da musste ich jetzt schießen. Also... Ich gebe zu, es war meine Schuld, weil sie hat geschossen wegen dem Taser, glaube ich. Das hat eben ihre Muskeln verkrampft, dadurch hat sie die Hand zugemacht. Dadurch hat sie geschossen. Also es war effektiv unsere Schuld, aber ein Schuss okay, aber dann wurden es drei Schuss und dann hat sie wahrscheinlich noch mehr geschossen und da war die Gefahr, dass sie uns oder den anderen trifft, doch zu hoch. Und naja. Wir laufen hier so weg, als wäre nie was gewesen und wir immer noch der gleiche glückliche Mensch wie davor sind. Wir können aber die Lichter genießen, die wir abkriegen. Sieht schon nice aus. So, und auch hier die Reflexion im nassen Sand. Das sieht schon schön aus mit den ganzen Mats, das Spiel. Sieht schon echt schön aus. Und der Ozean ist ganz schön unruhig. Hey, wir haben genau hier wieder was. Ah, jetzt fahren wir mal vor. Ich habe keinen Bock, jetzt da wieder hin und zurück zu laufen. Also, genau die gleiche Situation. Keine Ahnung, scheint gerade beliebt zu sein. So, wir fahren. Können eigentlich die Tür auflassen. Anschneiden müssen wir uns auf jeden Fall nicht. So, hier. Okay. Ah. So, liegt hier noch die andere? Ich weiß nicht. So, Ma'am. Gleiche Prozedur wie eben. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich habe hier gerade jemanden schon erschossen. Lassen Sie uns bitte nicht dazu kommen, okay? Ich werde einfach hingehen. Sie werden lieber fallen lassen. Ich werde den Hafen. Perfekt, oder? Nicht rennen, nicht schießen. Wobei Sie lieber rennen als schießen. Gut, dann nehme ich meine Waffe. Okay, Ma'am. Also, ganz ruhig. Wir können auch einen Schuss auf die Waffe wagen. Ma'am. Wir schießen auf die Waffe. So, okay. So, okay. Schön runter auf den Boden, schön runter auf den... Fuck. Oh, scheiße. Okay, Zentrale Ziel. Wir haben einen Opfer getroffen, wir haben einen Opfer getroffen. Geht's ihm gut? Ja, okay, ja. Gut, anscheinend ist er muskulös. Nein, ich wollte ihn nachladen. Sie hat ihn erschossen. Er hatte schon eine Schusswunde. Warte, ich noch eine Schusswunde. Ich wollte ihn nicht... Ich hasse es, dass man mit R schlägt. Das ist so dumm. Dafür hat man die mittlere Maustaste. Linke Maustaste, auf jeden Fall, gut. Das haben wir anders gelöst, weil ich dachte mal, auf die Waffe schießen macht wirklich kein Problem. Geht sowieso gut. Den ersten Schuss hat er überlebt, den zweiten Schuss also auch und den Schlag, das hat ihn nur ein bisschen ausgenockt. Aber Standard Chaos, das durch GTA entsteht. Schauen wir es hier durch? Ja. So, wir wollen hier nochmal rauf auf den Highway. Sieht das mit vollen Lichtern aus. Das ist schon schön. Gut, hier irgendwo hier hoch auf den Highway. Ach, können wir gerade ausfahren, das ist gut, ja. So, wir wollen hier mal unser Licht entschalten. So, okay, ein Call schaffen wir denke ich noch. So, das ist eine Security Card Requesting Assistance. Richmond. Ah, nee. Nicht 2,3 Kilometer entfernt in Richmond. Oh, guck dich die Reflexion an. Geil. So. Hier rechts haben wir die Fliegerbank.
Security Car. Richmond, nein. Ich habe den Callout schon abgelehnt. Ist ja noch eine weitere. Ah, hier ist noch eine zweite Verfolgungsjagd oder was? Vom ursprünglichen. Okay, wollen wir da nochmal zugreifen? Ich glaube, das war von der gleichen Verfolgungsjagd. Das ist hier noch ein. Von der ersten Verfolgungsjagd, vom Überfall. Das ist ja vom Einbruch. Okay, die haben ihn aber schon. Ja, die Person tatsächlich, die war noch nicht gefasst. So. Ich denke, damit werden wir es auch für heute beenden. Wisst ihr? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.